Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play World of Warcraft. Zu Let's Play Diablo 3. Und wir sind unterwegs mit unseren Magierinnen und werden mal ein bisschen wieder weiter questen. Der Skelettkönig war einst unser geliebter Herrscher. Und hör mal den Rentner hier beim Lauern zu. Er wurde von Diablos Bösem in den Wahnsinn getrieben. Er hat seine beiden Söhne verloren. Und auch seine Seele selbst. Bevor er endlich besiegt wurde. Nun scheint es, als wäre er auferstanden, um dieses Land erneut heimzusuchen. Leoriks Schicksal ist tragisch, doch mir geht es um den gefallenen Stern und der Skelettkönig ist mir im Weg. Der Schlüssel, ihn zu besiegen, ist seine alte Krone. Sucht unseren Schmied Hedrick auf. Er weiß, wo sie zu finden ist. Jo, dann gehen wir mal zu unserem Schmied. Ja. Unser Schmied ist nicht hier. Unser Schmied gimmt irgendwo in der Gegend rum. Achso, haben wir noch irgendwie... Ja, ich habe heute ein paar neue Waren hereinbekommen, die dir bestimmt gefallen. So. Habt ihr gehört? Der alte Rumford hat Hedrick. Schmied. Servus. Deckard Cain sagte, ihr könntet helfen, die Krone Leoriks zu finden. Nicht jetzt. Meine Frau, sie ist im Keller eingeschlossen. Genauso wie die anderen, die gebissen wurden. Mir wurde aufgetragen, sie alle zu töten. Aber wie soll ich meine eigene Frau umbringen? Kein Thema, ich weiß, dass es schwierig sein wird. Aber sie würde es wollen. Ich werde euch helfen. Hab Dank. Jo. So, folgen wir mal den kleinen Hund hier. Wir dürfen jetzt in den Keller hinein. Und wieder Leute umbringen. Jawoll. Freunde, es tut mir leid. Ihr helft ihnen. Ihr müsst euch nicht entschuldigen. Ach Mist, jetzt hab ich Crap eingesammelt. Ach, noch mal. Bams. Bams. Oder vorne schon eher. Mira, meine Liebe, bitte vergib mir. So, das ist seine Alte. Und die will sterben. Hedrick, hilf mir! So, was haben wir denn hier so schönes? Glücksbringende Trage des Bären. Ist doch schon wieder scheiße, oder? Ist scheiße. Wollen wir nicht. Ohne euch hätte ich es nicht geschafft. Ich stehe in eurer Schuld. Mein Name ist Hedrick Imon. Wie der Zufall so will, suche ich nach König Leoriks Krone. Habt ihr vielleicht schon davon gehört? Da kann ich euch weiterhelfen. Sie wurde mit in das Grab seines Kanzlers gelegt, meines Großvaters. Ihr werdet sein Grab auf einem Friedhof im Hain des Wehklagens finden. Gut. Und wenn ihr meinen Narren von einem Lehrling da draußen seht, dann sagt ihm, dass er zurück in die Stadt kommen soll. Gut, wir sollen jetzt diese komische Krone finden. Und das machen wir doch mal. So, öffnet das Nordwesttor. Dieses Mal kommt ein großes Rudel. Haltet die Stellung! Ich habe nicht genug Arkankraft. Das waren die letzten. Die Brücke ist frei. Aasfresser sind abstoßende, erbärmliche Kreaturen, die von Aas und Leichen leben, die zu verrottet sind, um irgendwelche anderen Fleischfresser anzuziehen. Ich traf einst einen zerlumpten Burschen, der behauptete, eins dieser Biester darauf abgerichtet zu haben, ihm große Ratten zum Verzehr zu bringen. Aber ich bin sicher, diese Geschichte ist völliger Unsinn. So. Scheiße. Tja, was hat euch gebracht? Mit einem Schleichen ist doof. Ups. Bam. Ich werde es gleich einsammeln, ich muss hier mal ganz kurz was schaffen. Ob es jetzt hier
dauert nicht lang. Die Karte werden wir nicht so aufdecken, weil es gibt hier wieder... Oh. Meine Kraft wächst. Was mit euch? Hier gibt's nur Scheiße. So. Das Lustige ist, umso mehr Gräber man hier dabei kaputt macht, versehentlich. Was ist denn hier los? Sind ihr alle? Was habe ich euch getan? Okay, also eure Freunde zu ermorden. Das zählt aber nicht. Würde es jetzt weitergehen. Aber wir haben gesagt, wir wollen ein bisschen die Karte aufdecken und das machen wir auch mal. Nehmen wir als erstes mal. Das ist eine Frage. Weil wir wollen ja schön leveln, wir wollen ja voran... Achso, wir haben ja pro Level, wir haben ja ein neues Level erreicht und haben hier ein Update bekommen. Und zwar erhöht den Schaden vom magischen Geschoss, und das nehmen wir auch mit. Ja, das ist so quasi, diese Runen sind wie Upgrades für unsere Fähigkeiten. Verbessern die oder verändern die Fähigkeit etwas. Das ist eigentlich ganz praktisch. Aber man merkt schon deutlich Durchschlagskraft wieder. Ja, dann kommen wieder Oberkörper in den Schlag. Was die da wohl gemacht haben. Bam! Ja, nicht an den Baum gehen, da vorne. Ganz genau gesehen, ob die einen wegschlagen. Neues Wissen. In den letzten Tagen von König Leoriks Herrschaft konnten selbst die Gebeine der vor Ewigkeit Gestorbenen nicht ruhen. Sie nahmen ihre verfallenen Rüstungen und Waffen wieder auf und sind nun bereit, alles niederzumähen, das atmet. Sie mögen vermodert und beträchtlich sein, doch ihre verdrehte Intelligenz macht aus ihnen beachtliche Gegner. Habe ich dich geweckt? Bumm. So. Und wir sind immer noch fleißig am Metzeln, weil wir wollen ja noch so viele Rare-Gegner wie möglich kriegen. Wir haben ein bisschen Erfahrung, Gegenstände, die wir alles gut gebrauchen. Das ist ein
alles blaue Kram, aber so gut ist es nicht. Rolle umnieten. Oh fuck. Nee, wird nicht gekotzt. Kotzen ist doof, ne? Alter! Wo wieder Skelett drin sind. Aber Mr. Skelett ist nicht mehr ganz komplett. So. Und ein Gesundheitsbrunnen, den wir noch nicht brauchen. Den heben wir uns mal auf. Vielleicht wird es irgendwann mal knapp. So, was geht ab da?